Also, ich bin der Volker Ludwig, bin 56 Jahre alt und bin schon seit vielen, vielen Jahren bei der AGA. Angefangen hatte schon 1995, ach Schmarrn, 1993 oder sowas. Aber zwischendrin war mal ein paar Jahre Pause und dann habe ich wieder neu angefangen. Und wenn man zum zweiten Mal anfängt, dann hört man nicht mehr auf, habe ich gehört. Und bin der Sachbearbeiter der 5-Pfennig-Type 5. Bei den Bauten gibt es eben verschiedene Typen und da bin ich bei der Type 5, der Sachbearbeiter von der 5 Pfennig. Und noch dazu sammle ich auch von der Bautenserie Retuschierungen, also Nachgravuren, wo auf der Druckplatte dann Fehler ausgebessert worden sind von allen Werten. Und natürlich das, was einen da so mal man bei der Bautenserie auch in die Pfoten kriegt, irgendwo, weil es gibt einfach da so viel zu finden, dass man eigentlich nicht aufhören kann, das ganze Leben lang. Vater zweier Kinder und arbeite als Erzieher in einem Kindergarten, als einziger Mann unter 26 Frauen. Cooler Job, mache ich gerne. Und nebenbei tue ich noch Chill und mache auch noch sehr viel Auftritte als Gaukler auf Mittelaltermärkten mit Feuershows und mit lustigen Sachen. Das habe ich früher sogar beruflich gemacht auch. Genau, das war jetzt so eine Vorstellung. Ach ja, von in der Arbeitsgemeinschaft selber bin ich im Vorstand, neu gewählt jetzt im festen großen Vorstand. Bin Leiter vom Mitteilungsblatt. Das heißt, es wird dreimal im Jahr hergestellt. Ein Mitteilungsblatt mit den neuesten Infos oder irgendwelchen Veröffentlichungen von anderen Mitgliedern, die ich selber dann herstelle und dann zum Drucken abgebe. Und bin jetzt auch eben als Schriftführer gewählt worden. Das heißt, ich bin dann bei Vorstandstreffen anwesend, macht uns Protokoll und diverse andere Sachen, verschickt auch die Mitteilungsblätter oder die Kataloge, die wir haben. Unsere. So, das ist so meine ehrenamtliche Arbeit natürlich, die ich da für die AGE mache. Genau. So, dann fange ich mal an mit dem Vortrag, würde ich sagen. Gerne. So, die Bautenserie 1948, das ist eine Forschungssammlung. Ich werde, viele haben jetzt hier Vorträge, die für ein spezifisches Thema sind. Und ich habe jetzt halt mehr oder weniger alle Themen oder sehr viele Themen von der AGE, von der Bautenserie zusammengepackt. Von 1948, die Bautenserie. Dadurch kann ich immer nur jedes Thema etwas anreißen, ne? Weil sonst bräuchten wir ungefähr 2 Stunden und nicht 30 Minuten. Das ist der Wert 5 Pfennig hier, den man sieht, Type 5. Das ist die weitgezähnte. Es gibt die weitgezähnte und die enggezähnte Variante, aber da kommen wir auch noch drauf hin. Die Auflage ist fast 260.000 Stück. Die Farbe ist zwar graublau angegeben, aber die variiert auch. Gibt es auch Farbvarianten. Die Druckerei war Westermann und von der enggezähnten war das Bagel. Ich werde hier ausschließlich eine Präsentation zeigen mit der weitgezähnten 5 Pfennig, also noch spezifischer, die von der Druckerei Westermann hergestellt worden ist. Es sind 47, schätzungsweise, momentan nehme ich es an, 47 Druckplatten hergestellt worden. Und die Portogültigkeit war vom 1.9. bis 48 bis 31.3.1953. So, jetzt kommt mal kurz der zeitliche Überblick über die einzelnen Typen der 5 Pfennig Kölner Dom. Nämlich die Druckerei Bagel hat zuerst die Type 1 hergestellt. Wie Sie das hier sehen, sind hier unten das sind die Zähnungen und die Wasserzeichen, die Abkürzungen. Also Wasserzeichen W und Wasserzeichen X gibt es. Und hinten dran hängt dann das B oder das D. Das sind halt die verschiedenen Zähnungen, die auch im Mittelkatalog drin sind. Ab 1.9.48, das war der Ersttag, gab es die Type 1 der 5 Pfennig. So, Bagel hat irgendwie keine Zeit mehr gehabt, groß was zu drucken, weil die haben noch andere Werte gedruckt und haben dann einen Druckauftrag oder eine 100er Negativfolie zum Herstellen von Druckplatten nach der Druckerei Westermann geschickt. Und die haben dann eine Druckplatte hergestellt von der Type 1 in der Zähnung und im Wasserzeichen XF. Ich reichlich seltener. Und es gibt auch keinen Ersttag, weil sie reichlich später herausgekommen worden ist. Also am 7.9. erst. Warum das so ist, habe ich jetzt rausgeschmissen aus dem Vortrag, weil es sonst zu lange dauert. Ja, also man kann mache ich aber danach fragen. Später.
So, Westermann hat aber festgestellt, dass der Druck mit ihren Druckmaschinen so schlecht ist von der Type 1 und hat dann einen Grafiker beauftragt, eine komplett eigene Type herzustellen, also eine andere Zeichnung der 5 Pfennig. Das ist dann die Type 5. Warum es jetzt nicht 2, 3 und 4 ist, ist wieder ein anderes Thema, aber es ist halt die Type 5. Mehr gibt es nicht, es gibt nur die Type 1 und die Type 5. Und die gab es dann auch in 4 verschiedenen Zähnungen und Wasserzeichen und auch eben ab dem 7.9.48. So, zum Schluss hat Westermann wieder zu viel zu tun gehabt, sodass sie wieder eine 100er Folie, eine Negativfolie wieder nach Bagel geschickt haben, die wohl wieder mehr Zeit gehabt haben, Druckerei, und dann haben die einfach das Druckbild von der Type 5 übernommen, mit einem Unterschied, die haben schon die Zähnungsmaschinen für die enge Zähnung gehabt, deswegen gibt es da die enge Zähnung. Ab April 1950 ungefähr kamen die dann. So, es geht, ich habe das nochmal eingerahmt, ausschließlich um diesen Wert. Also ich bringe Beispiele von den Möglichkeiten, was man alles sammeln könnte oder was es alles gibt, dann Besonderheiten von der Bautenserie, ausschließlich mit dieser 5 Pfennig Type 5 weit gezählt. Der Unterschied zwischen der Type 1 und der Type 5, den will ich nochmal ganz kurz erklären, weil soweit mache ich das schon noch reintun. Ich habe jetzt hier mal was. Also bei der Type 1 ist die 5 viel kleiner und auch der Bogen hier oben bei der 5, der Bogen hier, es ist also ein Bogen, hier ist es gerade, die 5 ist viel größer. Dann das Seitenschiffdach ist sehr eng schraffiert. Und das war eben das Problem, durch diese engen Schraffuren ist der Druck so schlecht gekommen, deswegen haben sie eben diese neue Type hergestellt mit viel weniger Schraffur. Das ist jetzt die Type 5. Und unten die Portale haben 5 Portalstufen und bei der Type 1 und bei der Type 5 sind es 4 Stufen. Also schaut dadurch das Druckbild etwas besser aus. Das sieht man nochmal hier im Überblick. Ich habe es ja nochmal einmal dargestellt. Links die Type 1, rechts die Type 5. Mehr Typen gibt es von der Type 5 nicht. Von der 5 Pfennig nicht. Type 1 und Type 5. Type 2, 3 und 4 haben was mit den anderen Werten des Kölner Doms zu tun, mit der 25, 40, 60, 90 Pfennig. Und da gibt es nämlich eben noch andere Typen, die Bargeld hergestellt haben. Bei der 10 Pfennig ist es übrigens genauso wie bei der 5 Pfennig. Es gibt die Type 1 und die Type 5. Jo. So, Wasserzeichen der 5 Pfennig Type 5 kann man natürlich auch wieder für andere Werte nehmen. Ne? Stehende Buchstaben, fallende Striche, stehende Buchstaben, steigende Striche, das Wasserzeichen W und X, ganz bekannt, Wasserzeichen Johannes. Es gibt aber natürlich bei den Markwerten ist das Wasserzeichen liegend, also Y, weil das größere Format war, hat man die Bögen quer reingetan beim Drucken und deswegen ist das liegende Wasserzeichen, was aber hier jetzt bei der 5 Pfennig nicht der Fall ist. Bei der 5 Pfennig gibt es aber noch kommt erstmal noch das. Hier habe ich es noch einmal gut darstellen können. Das Wasserzeichen X sind die beiden linken Marken und das Wasserzeichen W die rechten Marken. Hier habe ich auch schon ein bisschen die Linien und die Kammzähnung beschrieben. Stumpfe Ecken hier an den Ecken, das sind oder so Laschen oder Zungen, das ist die typische Linienzähnung. Und schöne gleichmäßige Ecken ist die Kammzähnung. Aber dazu komme ich auch noch. Eine Besonderheit ist das Wasserzeichen 3x, eine Rarität, weil zur gleichen Zeit, als man die 5 Pfennig hergestellt hat, hat die Druckerei Westermann hat ja auch die 2 Pfennig Notopfer hergestellt. Und die 2 Pfennig Notopfer hat zu der Zeit auch Wasserzeichenpapier Welle gehabt. Und irgendwie muss ein Bogen vom Papierlager mit Wasserzeichen Welle wohl aus Versehen zwischen die Bögen mit dem Wasserzeichenpapier Johannes gekommen sein. Also momentan geht man wirklich von einem Bogen aus. Und daher gibt es ganz wenige Exemplare. Momentan sind es 13 oder 14 Exemplare, die gefunden worden sind mit Wasserzeichen 3x. Eine Rarität und im Michel für 7.000 Euro. Nur gestempelt gibt es
nur für 7.000 € bewertet. Fast alle haben den Stempel Lüdenscheid. Das ist dann ganz, da hat man wohl die meisten gefunden. Wo die anderen, wo die sind, Mai, 400 Marken gibt es. Ein Druckbogen, 400, das sind 400 Marken, das sind 4 Postbögen. Mehr gibt es nicht. Ja. Hier ist mal eine Abbildung, eine alte. Ich habe leider nur eine alte Abbildung gefunden. Da ich selber keine besitze, hat vielleicht den Grund, dass es ja, dass man halt einfach 4.000 bis 5.000 € dafür dahinlegen muss in reellem Geld und ich einfach das Geld nicht habe. Ich habe zwar die meisten Bauten, 5 Pfennigmarken von allen Bautensammlern, aber ich habe nicht die 3x. Naja, vielleicht irgendwann mal. Man sieht, genau. So, jetzt kommen wir zur Zähnung. Es wurde Kammzähnung und Linienzähnung verwendet. Es kommen 3 verschiedene Zähnungsgrößen vor. Im Bagel hat die enge Zähnung A und Westermann hat jeweils die Linienzähnung 11 oder die Kammzähnung K11 ein Viertel, 11 ein Viertel zu 11. Die Linienzählung L11 war ganz einfach herzustellen. Man hat einfach eine Linie gehabt und die hat man einfach, dann hat man die Marken einfach in diese Maschine rein und zack, 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 eine Linie nach der anderen, hat sie dann um 90 Grad gedreht und wieder mal die Linienzählung durchgezogen. Dadurch, dass man die dann um 90 Grad gedreht hat, ist es natürlich so, dass jetzt die Ecken von der Linienzähnung, die Ecken sehr unregelmäßig sind. Das sieht man hier überall, stumpfe Ecken. Das ist jetzt nicht kaputt oder so, sondern Laschen, Ecken. Man sieht es hier immer so an diesen Stellen. Ich habe es da überall nochmal dargestellt. Es gibt auch hier einen grünen Kreis. Wie man sieht, passiert es ab und zu auch mal, dass die Linien, die Löcher sich genau übereinstimmen, dass es einfach eine schöne Ecke entsteht. Das täuscht dann vielleicht eine Kammzähnung vor, aber normalerweise ist bei der Linienzähnung, wenn man eine einzelne Marke hat, selten, dass mal 2 Ecken gleichmäßig sind. Sonst ist es immer verschieden. Und was ich jetzt, muss ich noch einmal zurückgehen. Was sehr wichtig ist, die Seitenränder sind immer durchgezähnt. Die Seiten, nicht die Unter- oder Oberränder, aber die Seitenränder. Wenn man also Randstücke hat, wo die Seitenränder durchgezähnt sind, ist es grundsätzlich immer Linienzähnung. Es kann nicht anders gehen. So, bei der Kammzähnung hat man eben einen Zähnungskamm. Ich habe jetzt hier nur mal 5 dargestellt. Normalerweise ist der Zähnungskamm 20 Marken breit. Aber ich habe einen Ausschnitt dargestellt und das Wichtige ist oben dieses Leitloch, weil dann die unteren Löcher beim nächsten Zähnungskamm, man hat dann untereinander geschlagen, den Zähnungskamm, und dann ist immer das oberste Loch vom nächsten Kammschlag genau in das unterste Loch hineingerutscht. Dadurch hat man immer gleichmäßige, schöne Zähnung. Man sieht es hier, gleichmäßig schöne Zähnung. Und man sieht hier auch, die Seitenränder sind nicht durchgezähnt. Da gibt es zwar auch wieder Besonderheiten. Hier ist ein Loch, beim linken ist ein Loch ganz links und bei der rechten Darstellung ist kein Loch. Das müsste ich dann genauer eingehen, aber da habe ich auch keine Zeit dafür. Kleiner Anreiz nur. Es gibt auch durchgezähnten und nicht durchgezähnten Oberrand. Aha. Die Hälfte der Kammzähnung, die Hälfte der Marken von der Kammzähnung hat durchgezähnten, die Hälfte hat nicht durchgezähnten Oberrand. Komme ich noch dahin. Hier ist es nochmal dargestellt, nochmal ein Beispiel. Genau. Das hätte ich auch schon früher drücken können. Ne? Ich sage ja, meine Präsentation mit PowerPoint ist für mich auch neu. Schöne, gleichmäßige Zähnungslöcher. So, hier habe ich nochmal was. Die Eckränder, die oberen Eckränder, also das Feld 1 oder das Feld 10 eines Bogens, eines 100er-Bogens, eines Postbogens, über diese Ecken kann man auch sehen, welche Postbögen man hat, weil eine Druckplatte, wie gesagt, aus 400 Feldern, das heißt aus 400er Bögen besteht. Und bei der Kammzähnung ist immer an den beiden obersten, also wie ein Schachbrett waren sie angeordnet, ne? Also wie 4 Bögen. Und die beiden obersten Bögen, die waren oben eben nicht durchgezähnt. Und dann ist die Kammzähnung nach unten geschlagen worden und dann ist er natürlich weitergeschlagen worden zu den beiden unteren. Also sind dann die beiden unteren, haben eine durchgezähnte Oberränder.
So, jetzt ist noch was Besonderes, ist, wenn man jetzt hier mal links hingeht, oben und unten hinschaut, sieht man, dass da außen nicht kein Loch ist. Hier ist ein Loch bei den rechten, bei den, wo ich eingekreist habe, rot, bei den rechten beiden Marken ist da ein Loch. Und das hat was damit zu tun, dass das war die innere Marke sozusagen von die beiden inneren Marken von den 400er Bögen. Und da hat man dann, und zwar auf der rechten und auf der linken Seite, innen drinnen, hat man hier jeweils ein Loch gemacht. Warum das so ist, weiß ich nicht. Man hat das einfach gemacht. Und genauso ist es natürlich mit den anderen. Die haben es dann nicht. Also man sieht zum Beispiel, dass hier oben beim Nordwestbogen der nicht durchgezähnt ist und es fehlt das Loch. Das ist immer so. Es gibt vier verschiedene Varianten. Der nächste ist dann oben nicht durchgezähnt, aber mit einem Loch. Oder dann gibt es durchgezähnt ohne Loch oder durchgezähnt mit Loch. Und so kann man einfach immer durch den Eckrand erkennen, von was für einem Schalterbogen, von was für einem 100er Bogen dieser Eckrand besteht. Entweder, es geht leider nicht bei den Unterrändern, weil die ja alle durchgehend durchgezähnt sind. Aber bei den Kammzähnungseckrändern hat man halt dadurch die Möglichkeit, das zu finden. Genau. Kammzähnung. Durch verschobene Kammzähnung kann es passieren, dass die Ecken doch unregelmäßig sind. Da ist unten dieses Zähnungsloch nicht reingeflutscht, also dieses Leitloch nicht reingeflutscht. Das schaut dann hier zum Beispiel sehr extrem aus. Hier hat sich es gleich um fast zwei Löcher verschoben. Dadurch gibt es natürlich auch schiefe Marken, krumme, verzähnte Marken. Apropos Verzähnung. Hier bei der Linienzähnung gibt es überbreite oder sehr schmale Marken, wenn die senkrechte Linienzähnung verrutscht ist beim Herstellen. Oder der ganze Kammschlag ist, da ist der Bogen nicht gescheit reingetan worden, da sind dann die Marken sehr verschoben. Doppelzähnungen. Es ist also so, dass bei der Bautenserie es extrem viele Verzähnungen gibt, von allen Werten. Also nicht nur eben breite und schmale Marken, die übrigens sehr fälschungsgefährdet sind, da werden dann oft so sehr breite Marken werden nachgezähnt und dann wird eine seltene Zähnung hergestellt oder so. Oder eine ungezähnte, teilgezähnte Marke hergestellt. Es werden teilgezähnte Marken nur geprüft, wenn sie mindestens eine halbe Markenbreite ungezähnt sind, also außen am Rand oder so, am Bogenrand zum Beispiel. Ja, das ist jetzt hier eine Doppelzähnung. Da ist der Zähnungskamm genauso doppelt geschlagen worden. Und zwar genau so, dass er genau zwischen den Abständen einzelner Löcher reingeflutscht ist, sodass das auch nochmal ausgestanzt worden ist. Das nennt man dann Diamantzähnung. Also, und hier ist eine Linienzähnung, die außerhalb am Bogenrand nochmal doppelt geschlagen worden ist. Es ist sehr viel, übrigens Bogenränder sind sehr, sehr anfällig gewesen für Doppelzähnungen damals früher oder auch für Teilzähnungen. Da wurde es am ehesten, wurden da Fehler gemacht. No. Das ist das einzige Exemplar, was ich bisher gefunden habe von der 5 Pfennig mit dreifacher Kammzähnung. Also es ist eins, zwei, drei Kämme oben, die geschlagen worden sind. Entwertung war wohl auf einer Paketkarte irgendwie oder mit so einem Rotstift, kann passieren. So, und hier ein sehr schönes waagrechter Zehnerstreifen gestempelt mit Doppelzähnung in der Mitte. Nicht so häufig ist Doppelzähnung, wie gesagt, in der Mitte des Bogens, nicht am Bogenrand, und gestempelt sind überhaupt Doppel- und Teilzähnungen überhaupt sehr, ist nicht so häufig. Hier auch nochmal eine senkrechte Doppelzähnung. Jo, dann Doppelzähnungen auf Brief. Da habe ich mal einen Brief dargestellt mit einer Doppelzähnung. Linienzähnung, eine doppelte Linienzähnung. Das sind natürlich Raritäten so auf Brief. So, Teilzähnungen. Unten wurde der letzte Kammschlag vergessen. Einfach ganz unten hätte noch mal einen Kammschlag rein müssen. Das hätte eigentlich hier hätten die eigentlich wäre der Unterrand immer durchgezähnt und da wurde der letzte Kammschlag einfach nicht gemacht und daher sind die dann teilgezähnt. Hier ist der Kammschlag mittendrin übersprungen worden. Das kann man so schön erkennen. Jetzt unten sieht man das Leitloch von dem anderen Kamm und eigentlich hätte hier da in das Loch hätte eine nächste rein müssen. Und da wurde der Kammschlag einfach übersprungen und es wurde dann weitergezählt und auch noch gestempelt. Ist eine Rarität, ist nicht häufig. Also die oberste Marke auf einer Seite ungezähnt und die unterste ist sozusagen auf drei Seiten ungezähnt.
Aber natürlich gibt es auch Kampfschläge, die dann ab einem bestimmten Moment gar nicht mehr gelaufen sind. Also dadurch gibt es auch vierseitig ungezähnte Exemplare. Bei der 5-Pfennig übrigens gibt es keine ungezähnten Exemplare, die aus der Makulatur stammen, weil bei der Bautenserie ganz, ganz böse war das mal. Da wurden nämlich von der 25, 40, 60 und 90 Pfennig Kölner Dom wurde ungezähnte Makulatur, die zur Vernichtung eigentlich gedacht worden ist, wurde dann vom, keine Ahnung, vom beim Transport sozusagen entwendet und die wurden dann heimlich nachgezähnt und im Schwarzmarkt verkauft und da sind auch ungezähnte Stücke aufgetaucht. Da gibt es in Massen bei eBay ungezähnte Makulatur, die hundsbillig sind und nicht geprüft wird und trotzdem ewig teuer angeboten wird als sehr teure Ware. Darüber werde ich aber wohl vielleicht mal versuchen, einen Artikel in die Philatelie reinzukriegen. Da muss ich dann noch reden, weil das ist ein Ding, was auch jetzt sehr aktuell ist, weil die Leute ständig so ein Zeug ewig viel Geld ausgeben. Aber bei der 5-Pfennig gibt es eben keine Makulatur. Hier unten wurde, da sieht man, dass der komplette Kammschlag fehlt, ein ganzer Zehnerstreifen. Hier eine Linienzähnung, die in der Mitte fehlt, mittige Linienzähnung, senkrecht fehlt, Gestellbild, auch Rarität. Oder hier ein fehlender Kammschlag auf Brief. Muss ich mich aber mal beeilen, es wird spät. So, hier ist nochmal eine ungezähnte. Da gab es wohl irgendwo Bögen auf dem Postamt, die nicht zurückgebracht worden sind oder vernichtet worden sind. Die wurden dann wirklich verklebt auf Paketkarte, einfach gerissen. Ungezähnte Stück. Ist übrigens, ich weiß auch, was es für ein Feld ist, weil hier unten eine Retusche an der Treppe ist, eine Retuschierung an der Treppenstufe. Ich habe hier ein Beispielbild nochmal dran gesetzt. Gleiche Marke, aber die ist eigentlich gezähnt, da habe ich nur die Zähnung weggemacht, aber es ist eine andere Marke. Aber es ist das gleiche Feld mit den gleichen Merkmalen. Jo, ungezähnt ist bisher größte senkrechte Stück, was es gibt, ein Viererstreifen senkrecht, ungezähnt auf Paketkarte, ist also auch keine Makulatur. Dann gibt es noch einen ungezähnten Farbtestbogen. Das ist keine Makulatur, das war ein Testbogen. Der wurde in den 80er oder 70er Jahren von den Nachfahren von Firma Westermann, die haben den noch gehabt und das ist irgendwann mal auf den Markt gegangen. Den besitze ich, den habe ich. Hier ist ein Ausschnitt, das war ein Farbtestbogen. Hier unten sieht man noch von dem Drucker. Der 16.02.49 war das übrigens. Und hier, das ist übrigens die Hausauftragsnummer. Unter den Druckunterlagen von Westermann habe ich übrigens diese Nummer gefunden und kann das nachvollziehen. Bei der Nummer ist eben auch ein Druckauftrag auch für die gleiche Zeit. Hier ist es nochmal dargestellt, genau. Verzähnungen durch Bogenumschlag. Beim Zähnen kann es sein, dass ein Bogen einfach eine Ecke umgeschlagen ist und dann ist natürlich die Verzähnung da. Wo ist jetzt eigentlich der Umschlag? Der Umschlag war genau an der Stelle hier. Da lang ist die Linie gegangen und dieses Ding ist dann nach vorne oder nach hinten umgeschlagen und wurde dann gezähnt. Und dadurch entstehen dann so skurrile Verzähnungen. Ne? Passiert auch, gibt es auch. Zwar nicht so häufig. So, jetzt kommen wir zu Bogenkontrollstempel. Was sind Bogenkontrollstempel? Hier habe ich das noch einmal dargestellt. Also Bogenkontrollstempel, da gab es Packer, die haben immer 50 Bögen in so eine Tasche reingepackt und an den rechten oben und rechts unten waren diese Bögen, diese Taschen, war eine Aussparung und dann wurden die Bögen in der Tasche gezählt. Ne? Und wenn das genau 50 waren, dann hat der Packer da seinen Stempel drauf gemacht. Jeder Packer hat seinen Stempel gehabt, Bogenkontrollstempel. Da wurde kontrolliert, ob die Bögen auch genau die Anzahl haben, die da drin waren. Unten wurden normalerweise zwei Stempel hingesetzt und oben einer. Also dreimal gezählt wurde der Bogen sozusagen. Die Bogentasche mit den 50 Bögen. Ja. Hier habe ich den bisher einzig gefundenen 5-Pfennig, die 5-Pfennig-Marke in Eckernstück auf Brief. Und das war eine ganzere aus Guatemala, die einfach verwendet worden ist. So, jetzt merke ich schon, dass die Zeit verläuft. Jetzt muss ich mich ein bisschen sputen. Schnittlinien. Was sind Schnittlinien? Das ist jetzt ein Bogen. Und dann gab es Linien, die mitgedruckt worden sind, damit man genau weiß, wo trennt man diese Bögen.
Und die gab es nur rechts und links in der Mitte. Das sind jetzt Schnittlinien. Hier sieht man unten rechts, unten ist auf der linken, hier habe ich es nochmal dargestellt. Hier sind die Schnittlinien, die auf der linken Seite sind. Das ist eigentlich dieselbe. Wenn man der Bogenrand zu dick, zu lang war, dann sind halt die Schnittlinien mit abgebildet oder mit auf dem Bogenrand drauf. Und rechts auch, bei der 5 Pfennig waren die rechten Schnittlinien sind sehr, sehr selten, weil die Schnittlinien viel weiter außerhalb vom Bogen sind und dadurch kaum mit meistens abgeschnitten worden sind. So, hier habe ich auch nochmal eine Schnittlinie auf Brief, sehr selten. Auf der rechten Seite, linke Seite auch ein schönes Stück. So, Schnittlinien. Gummitouchfehler. Ach Gott, ja, ich kann das nochmal, ah, das muss ich nochmal, genau, so war das. Also, beim Offsetdruck wurde ein Gummituch verwendet. Wie passiert das jetzt? Das kann ich am besten nochmal erklären. Ich glaube, das ist besser so, dass ich es erkläre. Hier oben ist die Druckplatte, die eingespannt war auf einer Walze. Da waren die Wasser- und Farbrollen. Die Druckplatte ist nicht spiegelverkehrt, sondern in normal. Also nicht spiegelverkehrt, ist eine Druckplatte bei der Bautenserie und wurden dann spiegelverkehrt auf das Gummituch gedruckt, darunter die Walze mit dem Gummituch. Und das Gummituch hat es dann spiegelverkehrt, war ja natürlich spiegelverkehrt drauf, hat es dann wieder in normal, in richtig rum auf das Papier abgedruckt. Und wenn jetzt dieses Gummituch einen Schaden hat, also ein Loch, die Walze war einfach mit einem Gummituch bespannt und wenn die ein Loch gehabt hat, dann konnte da nicht gedruckt werden. Das waren dann diese weißen Löcher, die aber auch gewandert sind, weil je nach Druckplatte hat man die Druckplatten immer wieder, wenn man eine neue Druckplatte genommen hat, ist neu eingespannt und dadurch hat sich es verschoben. Und dadurch, Gummitücher sind sehr wichtig, weil die gibt es auf anderen Werten auch. Hier zeige ich nochmal das Gummituch auf Feld 131. Das ist an der Stelle und immer wieder ein bisschen anders. Und das Gleiche gibt es dann eben auch auf anderen Werten. Hier an der Stelle, das ist das Feld 131. Dann bei der 15 Pfennig zum Beispiel, das ist auch dann das Feld 131. Man weiß einfach, dass es dann das Feld 131 ist. Das ist für Druckunterlagenforschung und für Druckplattenforschung sehr wichtig. Schema der Plattengruppen. Oh Gott, ich bin schon so weit. Jetzt muss ich mich beeilen. Wie hat man eine Druckplatte hergestellt? Man hat ein Urbild genommen, das hat man 10-mal kopiert. Beim 10-maligen Kopieren sind Merkmale entstanden. Wir nehmen jetzt mal das Merkmal 6 hier unten. Und das ist ein Merkmal, ist hier eine Verdickung der einen Linie beim Seitenportal. Hier sind nochmal die primären Merkmale abgebildet, die es gibt. So, dann, hier sind sie mal im Originalen abgebildet. So, danach wurden aber diese Zehnerstreifen wurde dann 10-mal kopiert, untereinander, einfach 1, 2, 3, 4 und so weiter, dass zum Schluss einfach eine 100er Folie entstanden ist. Jetzt sind natürlich die primären Merkmale 10-mal mitkopiert worden. Also jedes PM ist senkrecht immer vorhanden. Aber während des Kopiervorgangs sind natürlich auch wieder Merkmale entstanden. Wir nehmen jetzt mal das sekundäre Merkmal 66. Sekundäre Merkmal 66. Hier ist es abgebildet mal, die sekundären Merkmale und hier auch unten eingekringelt, das Merkmal 66. Ein Schlick. Genau. So, dann wurde diese 100er Folie noch einmal viermal kopiert. So gab es dann also, und somit war jetzt eine Folie fertig für 400 Felder für eine Druckplatte, zur Herstellung der Druckplatte. Und das SM66 gibt es jetzt viermal, weil man ja das kopiert hat. Und die PMs gibt es 40 Mal senkrecht, immer so die Linien. Also kann man jetzt, genau, das ist dann der Nordwestbogen, der Nordostbogen, der Süd- und Südost, Südwest- und Südostbogen. Ja, hier wird es noch einmal dargestellt. So, jetzt nehmen wir einfach mal das untere, das ist das Feld 466, weil es ja der 100, 200, 300, 400 gibt es. Hier nochmal die 40 PMs. Ich muss das leider so schnell durchziehen. Das ist jetzt das Merkmal 466, ein weißer Fleck. Hier im Originalen kann ich es auch nochmal zeigen, dass hier ein Druckausfall ist an der Stelle, im Gegensatz zur Normalmarke. Somit kann man Druckplatten rekonstruieren. Das war das Prinzip. So, dann gibt es aber noch quartäre Merkmale. Quartäre Merkmale sind natürlich auch wieder irgendwelche Fehler am Druckbild. Die aber direkt auf der Druckplatte entstanden. Ne?
Quartäre Merkmale sind zum Beispiel auch Retuschen. Hier sieht man wunderschön, die oberste Treppe ist eine normale Treppe. Dann ist aufgrund der Herstellung der Druckplatte mal oft ein Druckausfall gewesen, eine sogenannte Hohlkopie. Die war nicht plan aufgelegen, die Folie zum Herstellen der Druckplatte. Dann hat man das danach auf der Druckplatte direkt nachgraviert. Man sieht, wie krumm und buckelig das ist. Teilweise haben die Treppen nur 4 Stufen. Also es ist schon sehr faszinierend. Genauso ist das oft auf der linken Seite mit den Portalen oder auch sehr, eigentlich nicht so häufig an der Wertziffer. Ich habe übrigens die Basisretusche, die Retusche 1 übrigens, das ist die Retusche, die auch im Michel-Katalog drin ist. Es gibt noch ähnliche Retuschen an der Basis, aber die Retusche 1 ist jetzt, ja, ich muss es so schnell machen. Jetzt gibt es noch eine Retusche, die erst einmal gefunden worden ist. Die habe ich. Es gibt nur 1,1 Millionen Marken. Das ist diese Marke hier. Das ist eine sehr, sehr seltene Druckplatte, die wohl in Auflage von hier nochmal als Vergleich, die normale Treppe, die wohl nur, hat man wohl nur 3, 4 Bögen hergestellt und hat man die Druckplatte weggeschmissen. Selten ist es, dass man während des Druckes angehalten hat. Hier oben ist ein großer Fehler, oben im Turm. Der wurde dann auf der Druckplatte ausgebessert. Dadurch ist es auch sehr krumm und bucklig. Erkennbar dadurch, dass bei so gelb eingekringelt hier unten die anderen Merkmale genau die gleichen sind. Das sind genau Merkmale eines einzigen Feldes. Ist oft sehr selten ein Urfehler oder auch eine Retusche ist oft viel seltener als die Retusche oder umgekehrt. Ja. Stempel. Ach ja, jetzt geht's los. Ich bin erst bei Stempel. 17.08.48. Kann nicht stimmen. 1.09.48. Ist die Erstausgabe, wenn überhaupt, und 17.08. ist, also da hat man wohl anstatt 49, 48 gemacht. Sehr interessant ist dieser Stempel hier. Ein Stempel, einen schönen Viererblock habe ich bekommen und dann dachte ich mir, ha, 31.04.59, huch, die Marken waren ja bloß gültig, bis 19, ich habe es hier nochmal besser dargestellt, dass man sieht, die waren ja nur bis 53 gültig, aber dazu kommt noch, und das ist was Besonderes, 31.04. gab es auch nicht, weil es der April geht bloß bis 30.04. Also Fehlstellung im Tag und im Jahr. Ja, wer Stempel sammelt, der freut sich, wenn er mal auf Bautenmarken einen Alt-Bayern-Stempel findet. Das sind Ersatzstempel von Post, von den diversen Postämtern in Bayern. Ich liebe diesen Stempel, ich finde ihn total schön, aber so häufig ist er auch nicht und ich habe noch keine 5-Pfennig-Mehrfach- oder Einzelfrankatur mit diesem Bayern-Stempel selber. Fehlt mir noch. So, das ist die früheste gefundene Stempel, die es gibt. 7.9.48. Früher ist, hier habe ich noch ein Beispiel, es sind erst 13, 14 Exemplare habe ich gefunden. Das ist sehr früh. Das hier ist ein Stempel 1.9. und das ist hier, kann nicht stimmen, meine Type 5. Da wurde der Stempel rückdatiert. Dieser Brief ist schlägelgeprüft wegen der 8-Pfennigen und wegen der Einpfennigen hauptsächlich Schlägel geprüft. Trotzdem ist der Stempel im Prinzip falsch gemacht worden. Und man hat auch noch ein First-Day-Cover eingesetzt. Das ist also eine Machart. Dieser Brief kann nicht am 1.9. rausgekommen sein. Wurde trotzdem sehr teuer verkauft. Hier habe ich einen Stempel 1.4.53. Der 31.3.53 war eigentlich der letzte Tag. Und das ist hier 1.4.53, 5 Uhr früh. Und das ist es nämlich, was er ausmacht. Der Brief wurde nämlich am 31.3. in den Briefkasten geworfen. Und da galt noch das alte Porto. Und am nächsten Tag war der Brief, ohne dass man jetzt irgendwie Strafporto zahlen musste, es war noch okay. Ne? Also sonst wären die Marken ungültig gewesen. Ne? 1.4.53 waren sie ungültig, aber die waren noch gültig. Das ist so wie ein Überläufer, kann man fast sagen. Also vollkommen korrekt und normal. Dazu, dass die Marken noch unten ungezähnt sind. Naja. So. Man kann einen Stempelkatalog herstellen oder einen Stempel, wie soll man sagen, Kalender, wo man jeden Tag mit einem Stempel darstellen kann. Lochungen. Ich mache das jetzt richtig schnell. Es gibt Lochungen auf der Bauten, bei der Bautenserie. Teilweise auch sehr seltene. Abklatsche gibt es. Abklatsch ist ein Doppelbilddruck. Ein Doppelbilddruck ist kein Doppeldruck und steht nicht durch zweimaligen Einlegen des Bogens, sondern
wenn der Gummituchzylinder selber nochmal bedruckt worden ist, ohne dass Papier war, gibt es halt nochmal ein zweites Bild, was oft schwächer ist. Man kann es hier gut erkennen. Hier oben sieht man den schwächeren verschobenen. Ob trotzdem ist das Ding noch Salomon geprüft. Damals hatten die Prüfer noch geprüft. Heutzutage prüft man das nicht mehr. Aber ja. Ja, jetzt bin ich aber schon bei den Belegen. Das ist gut. Das ist das Letzte. Ach, man müsste das natürlich alles erst noch lesen. Es gibt unwahrscheinlich viele verschiedene Möglichkeiten, Belege zu sammeln nach Destination. Das heißt, wohin? Nach seltene Länder, dann Portostufen, Mehrfachfrankaturen, Einzelfrankaturen, etc. etc. Hier sind natürlich ausschließlich Belege abgebildet mit meiner 5 Pfennig. Einzelfrankatur war nur möglich für eine sogenannte Prüfung einer Postanschrift. Die hat 5 Pfennig gekostet. Und dann das wurde halt bei der Post, wurde mal das abgeben und man konnte testen, ob der Empfänger noch existiert da an der Postanschrift. Das ging dann wieder zurück. Seltener ist jetzt schon sowas, frei durch Ablösung, dann Finanzämter, die haben das anders abgerechnet und dann musste keine 20 Pfennig Porto drauf tun. Aber die 5 Pfennig Luftpostgebühr, Inlandsluftpost nach Berlin, mussten beklebt werden. Also war das jetzt eine 5 Pfennig Einzelfrankatur. Genau. So, zweimal 5 Pfennig. Eine Postkarte mit einem aptierten Stempel nachträglich entwertet, der trotzdem als Normalstempel verwendet worden ist. Hier ist eine nachträgliche Entwertung gemacht worden. Ein Ortsbrief hat auch nur war 10 Pfennig. So, hier eine Postkarte vom Kleinwaisertal. Das ist Österreich. Eigentlich kostet Auslandspost 20 Pfennig. Aber im Kleinwaisertal war ja eine Ausnahme. Da durfte man mit deutschen Marken bekleben und mit per Inlands bezahlen, also nur 10 Pfennig, was schon seltener ist. Was sehr selten ist, ist dann ein Brief, der geht von München ins Kleinwaisertal nach Wietzlar und da hatte man eben auch eigentlich anstatt 20 nur 10 Pfennig draufgeklebt. Das ist auch. Nur als klebt man 10 Pfennigmarken drauf und nicht 2 Fünfer. So, hier, Lübeck nach Stockelsdorf ein Brief. Eigentlich 20 Pfennig für einen Brief, aber es gibt sogenannte Nachbarortsverkehr. Auch wieder kann ich nur anreißen, man musste da auch nur die Hälfte, die Ortsgebühr zahlen, also 10 Pfennig. So, weiter. Drucksache, dritte Gewichtsstufe, zweimal 5 Pfennig. Dann eine schöne Vordruckpostkarte vom Observation Landessternwarte Heidelberg nach Lyon mit bestimmten Unterlagen, Anforderungen von Unterlagen. Auch sehr, sehr schön. Eine Drucksache, Auslandsdrucksache nach Brasilien. Auch nicht häufig, nur mit 2 Fünfern oder mein schönstes Stück nach Iran, nach Teheran. Also auch mal zu finden. Unwahrscheinlich verschiedene. So, dreimal 5 Pfennig. Postkarte 10 Pfennig plus 5 Pfennig Luftpostgebühr nach Berlin. Eigentlich mit 15 Pfennig, mit 5ern sehr selten. Zeitungsdrucksache. Und hier hätten eigentlich 4 drauf sein müssen und da wurden nur 3 draufgeklebt. Deswegen gab es eine Nachgebühr in der Schweiz. Zeitungssache ist sehr was Selteneres. Man konnte nachliefern und das kostet aber mit einer Vordruckkarte. Da musste man halt extra eine Gebühr erheben. Das ist jetzt für eine Zeitung eine sogenannte Zeitungssache. Ein wunderschöner Stempel aus Passau, eine Rarität. Ach ja, 4 mal 5 Pfennig, ein schönes Eckrandstück, einfacher mal. Oder hier, was ganz Besonderes: 31.03.53, Letztag. Auf der Rückseite ein Text. Ich antworte noch so prompt, um noch Bautenmarken zu verpflastern, die morgen ungültig sind. Sie bekommen dadurch eine Last Day Card, die vielleicht später einmal, wenn auch das gesammelt wird, enormen Wert haben könnte. Ja, habe ich auch. War nicht schlecht zu finden. Auch in Riedland, Kleinwaisertal, aus dem Kleinwaisertal ein Brief, der eigentlich 30 Pfennig kostet und mit eben diesen Zollausschussgebietsgebühren nur 20 Pfennig. So. Ach, ja, ich bin jetzt schon über der Zeit. 5 mal 5 Pfennig. 25. Es geht immer so weiter. Es gibt da unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Auch mit den anderen Werten. Nach Australien. Ja, ein Brief nach Australien mit 30 Pfennig. Ganz normaler Brief ohne Luftpost. Dauert der Zeit, bis ankommt. Aber 30 Pfennig, 6 Fünfer. So, 8 mal 5. Waagrechter Achterblock habe ich auch. Bisher kenne ich ihn nicht sonst auf 45 Pfennig. Das war zweite Gewichtsstufe, Normalbrief. 10 mal 5 Pfennig war dann schon ein Einschreiben.
40 Pfennig plus 10 Pfennig an. Ein Ortsbrief einschreiben mit 50 Pfennig sind 10 Fünfer. Ja, das war, hups, ein Auslandsbrief mit 10 Fünfern, zweite Gewichtsstufe. Wunderschön geht es weiter. Das ist sehr selten. Das ist jetzt 55 Pfennig. Europa Luftpost ist 55 Pfennig, sind 11 Fünfer. Hier ist noch mit Jaja. 11 Fünfer mit Jaja. Ich kenne noch keinen anderen Brief nach Norwegen. Ja, diese hohen Frankaturen sind dann schon nicht häufig. Immer selten. 14, das ist ein schöner Nachnamebrief. Ich muss das leider abkürzen. Wir sind jetzt schon bei 40 Minuten, gell? Ich muss jetzt, sagt ja keiner mehr was. Huhu. Ja, ich lasse es laufen, weil wir jetzt eigentlich Kaffeepause haben und natürlich jedes Mitglied selber entscheiden kann, ob er sich einen Ach Kaffee so, holt oder weiter. kann ich da doch noch mal ein bisschen was erklären? Das ist gut, dann darf ich noch. Gut. Aber in 5 Minuten müssen wir dann wirklich aufhören, weil dann der folgende Es sind Beitrag noch kommt. 5 oder 6 Belege, mehr kommen nicht mehr. Das ist eben schön. Nachname, Gebühr 14 mal 5 ist 70 Pfennig. Ist einfach Nachname 30 Pfennig, zweite Gewichtsstufe 40 Pfennig. Fernbrief Inland und das sind, ist ein Bedarfsbrief. Ne? Das war, wurden wohl negative oder Fotos geschickt worden von München nach Frontenhausen. Diese hohen Mehrfachfrankaturen sind nicht gerade unbedingt so häufig. Hier habe ich einen mit 16 Fünfern. Es sind natürlich auf der Vorderseite nur 7 abgebildet, aber auf der Rückseite sind noch einmal 9. Ein interessanter Bedarfsbrief, Gerichtsgefängnis an das Obergericht Düsseldorf. Also, das sind Bedarfsbriefe. Ich liebe Bedarfsbriefe. Ich finde Briefe, die gemacht sind, nicht so toll. Ein Luftpostbrief nach Brasilien. Luftpost war 80 Pfennig nach Brasilien. Schaut nicht so schön aus, der Brief. Hier überall so diese Flecken. Aber Jequí, das ist ein Eck in Brasilien, wo die Luftfeuchtigkeit, ich glaube, im ganzen Jahr nur 90% hat. Und wenn dieser Brief da ein halbes Jahr rumlag, dann sind die irgendwann vergilbt. Das ist ein Wunder, dass der überhaupt noch so gut ausschaut. Und auch bisher der einzigst gefundene Auslandsbrief mit 18, Luftpostbrief mit 18 Fünfern. 16, Entschuldigung. 18. Auch bisher einzigste Exemplar, was existiert. Ein Einschreibebrief in die Schweiz. Einschreiben war 40 Pfennig und zweite Gewichtsstufe war 50 Pfennig, sind 90 Pfennig und das sind damit 19 Marken abgebildet worden. Das noch Platz für die Adresse war. 20 mal 5 Pfennig. Luftpost Europa. Zweite Gewichtsstufe ist 1 Mark, das sind 20 mal 5 Pfennig. Finde ich jetzt echt auch ein schönes Ding. Das gleiche ist mit 21 mal 5 Pfennig, da wird es ja schwierig, da gibt es dann nur noch die Paketkarten. 1 Mark 5, Freigebühr, auf der Rückseite ist der Rest verklebt. Genauso, das vorletzte Bild jetzt, 22. Den Brief habe ich für 10 Euro gekauft, das war total nett, den habe ich irgendwo gesehen, diese Postkarte in Essen auf der Messe und ich sehe nur 2 Marken. Aha, dreh um. Bang. War natürlich nicht schlecht. Also man sieht hier auch wieder 1 Mark 10, sind halt 22 Briefe. Und dann kommt ein Brief, den ich von dem ersten Vorstand bekommen habe, der jetzt auch gerade zuguckt, der Bertram. Das ist der letzte Brief. Das ist bisher die höchst gefundene Mehrfachfrankatur. Das ist ein Auslandsbrief, ein Überseebrief, siebte Gewichtsstufe mit 30 Stück. Sah ziemlich schlimm aus hier an den Rändern und auch oben. Ich habe den dann renoviert und jetzt kommt ein Bild nach der Renovierung sozusagen. Dann schaut der Brief so aus. Ein bisschen besser. Aber mein absolutes Highlight von was Mehrfachfrankaturen angeht. So, Leute, ach Gott, die Mischfrankaturen muss ich jetzt leider auslassen, weil sonst schaffen wir es nicht. Die habe ich jetzt nämlich vergessen. Das kommt auch noch dazu. Mischfrankatur mit Band und Netz waren nur 19 Tage möglich. Und mit meiner Fünfer, weil die ab dem 7.9. rausgekommen sind, waren sie nur von 7. bis 19.9. 12 Tage möglich. Das sind für mich auch so Highlights, die ich sehr gerne sammle, Bauten mit Mischfrankaturen. Da muss ich jetzt leider schnell durchgehen. Kölner Dom, auch mit französischen Marken, französische Zone. Berlin-Höfe. Gab es auch. Eben alle Marken bis zum 31.03.53 waren möglich.
Messeblock natürlich auch, wo die 5 Pfennig dabei ist. Goethe. So, und dann natürlich gab es es auch mit der Posthorn-Serie. Ja. Oh ja, ich merke schon, ich hätte noch mehr kürzen müssen. 5 Pfennig mit Sondermarken, meistens nur Luftpostgebühr 5 Pfennig dazu, daher 25 Pfennig nach Berlin, Inlandsluftpost. Manchmal waren halt mal mehr Fünfer drauf, das war jetzt mal eine Ausnahme. So, juhu, ich musste das echt jetzt runterrattern, es tut mir so leid, aber ich weiß jetzt, dass ich nächstes Mal es noch anders machen muss oder eben spezifisch. So. Danke für das Interesse und danke fürs Durchhalten.